Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Haus der tausend Türen im Bann des Bösen. So, meine Lieben, wir haben den Frosch. Juhu! Tja, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir noch so fabrizieren können. Das hier irritiert mich noch ein bisschen. Denn ich weiß nicht genau, was wir da machen müssen. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch heraus. So, hier hatten wir, glaube ich, jetzt nichts mehr, was wir noch hätten tun können. Hier war, glaube ich, alles gemacht. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch was. Und hier können wir zumindest den Frosch jetzt hinsetzen. Benutze den mechanischen Frosch, um alle Münzen einzusammeln. Okay. Ha! Wie nice. Sehr nice. So, jetzt muss nur noch mit denen da klappen. Nö. Das ist jetzt fies, ne? Ha, geschafft. Man braucht die richtige Position. Aber das kann ja dauern, bis das da mal übereinander übereinstimmt, sozusagen. Ist immer ein kleines bisschen verschoben, habe ich so das Gefühl gerade. Da muss ja definitiv hier hinschießen. Aber vielleicht klappt es mit dem hier. Jawoll, den haben wir schon mal. So, der hier wird auch wieder schwierig. Ich glaube, da mache ich mal so, dass sich das nochmal so dreht. Doch, vielleicht jetzt. Ah, knappe Sache. Nein, es hätte passen können. Hätte, hätte. Das passt alles nicht. Doch, jetzt gleich. Ja. Sehr schön. So, nur noch hier unten die und dann haben wir es. Nein, es wäre so knapp gewesen. Da brauchen wir jetzt echt die richtige Lücke, ne? Das da könnte sie sein. Jawoll! Gewonnen! Ein Froschkelch. Hey, den kann ich ihm noch hier vielleicht drunter stellen. Nicht? Oder nicht? Brauchst du vielleicht eine Brille? Ach, er braucht eine Brille. Genau, erstmal sauber machen. Sehr gut. So, er kriegt jetzt hier noch sein Mikro. Funktioniert. So, ich glaube, sind alle zufrieden, ne? Der Kelch könnte hier vielleicht noch hinkommen. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir alles gemacht. Sehr schön. Dann können wir hier noch weiter das Wasser aufdrehen. Ach, das ist die blaue Flüssigkeit, die wir brauchten. Das ist also Sternstaub. Jetzt kriegen wir noch ein Stück Kohle. Sehr gut, denke ich. So, wie war das jetzt hier noch? Sternstaub haben wir, das haben wir auch, aber diese blauen Steine haben wir noch nicht. Da müssten wir, glaube ich, hier bei ihm gucken. Ach ja, der wollte ein paar Äpfel haben. Kohleäpfel.
Ja, jetzt brauche ich eine Spitzhacke. Alles klar. Danke fürs Gespräch. So, können wir die hier einsetzen? Jawohl. So, das Problem ist nur, wo genau geht es jetzt weiter? Irgendwas habe ich übersehen mal wieder. Der Koffer ist immer noch außer Reichweite. Ich habe ein Feuerzeug, aber was soll ich damit machen? Ich habe auch noch das Schienenstück. Das wird hier noch gebraucht, auf jeden Fall. Aber ich habe keine Spitzhacke. Aber so sind wir auch schon mal ein Stückchen weitergekommen. Also von daher, alles richtig gemacht anscheinend. So, komme ich jetzt da dran? Jawohl. Aha. Eine Armbrust. Wofür auch immer. Ich glaube nicht, dass ich den mit einer Armbrust jetzt abschießen soll. Da ist die Spitzhacke. Na perfekt. Bitteschön. Jetzt kannst du drauf rumkloppen. Dankeschön. So, die Steine haben wir. Das Zeug haben wir. Ich glaube, wir können jetzt... Oder wir müssen das erst noch hier reintun. Benutze die Strahlen, um die roten und grünen Edelsteine in Paare aufzuteilen. Welche Strahlen? Hey, welche Strahlen denn? Ah. Immer zwei, oder was? So, wenn wir immer zwei brauchen. Da haben wir schon mal zwei, da haben wir schon mal zwei. Nur hier nicht so wirklich, ne? Könnte ich aber den vielleicht wieder wegmachen. Okay, Moment. Nee, ich muss das in 5 Zügen auch noch schaffen. Alles klar. Also da haben wir 2. Da haben wir 2. So haben wir auch eine Menge. Nee, das ist falsch. Ja, das passt ja auch noch nicht. Wie teile ich das am besten auf? Noch in 5 Zügen. Weiß ich doch nicht. Das kriege ich irgendwie nicht hin hier.
Ich meine, reicht das nicht so schon? Oder müssen die wirklich alle aufgeteilt sein? In Paare aufteilen. Das heißt, rein theoretisch müsste ich hier und hier auch noch eine Linie ziehen. Ansonsten funktioniert das ja nicht. Okay, zählt das? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Nee, das stimmt ja jetzt hier auch gar nicht mehr. Ah, da hätte ich den anders machen müssen. Okay, Moment. Das war schon, glaube ich, nah dran. Moment. Wie hatte ich das gemacht? Verdammt! Ich glaube, ich habe so und dann hier hoch gemacht. Nee. Gar nicht wahr. Von hier nach da. So hatte ich das gemacht. So, und wie hatte ich das hier jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ob das so zählt, aber ist eh egal. Ich habe nur noch einen Strich. Das bringt's nicht. Na gut, ich werde es mal überspringen, weil mir das jetzt hier wieder zu lange dauert. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich da jetzt schon wieder dran saß. Ach, das ist immer ärgerlich. So. Und das brauchen wir. Do I repair? Aha, I know. Echt? Wissen wir das? Welches Objekt wir reparieren wollen? Ah, Hugos Geschenk testen. Ach so, ne Moment. Können wir die Treppe dann da reparieren oder was? Ah. Das ist natürlich praktisch. Hallo. Sammy will nicht nach unten kommen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihn hier herunter zu bekommen. Ja, aber was? Alles klar.
Das war einfach. Ich werde mit den Vögeln nicht alleine fertig. So. You again. You'll pay for this. Och nee. Jetzt baut er da schon wieder so ein Ding zusammen. Dieser Vogel kann immer noch einigen Schaden anrichten. Ich brauche ihn aber nur zu heilen. Okay. Perfekt. Wow, ein ganz schön kräftiger Vogel. Es ist Zeit für deine Lichtbehandlung. Spüre mein Licht, Sammy. Emily, I'm sorry. I couldn't help myself. I could see and hear and think clearly, but my body was beyond my control. It was like I was possessed. But it's gone, thanks to you. We need to bring order back to this world. Only light can defeat this infection. And not just any light, but a very bright light. I built a device I think might come in handy. It's a light grenade. Take it. Dankeschön. I know a good spot for testing the grenade. It's just around the corner. Jawohl, eine Fratze ist schon mal weg. I'm fine, darling. I can't believe we call this an infection and a disease. We were wrong. It's a gift to all mankind. I can feel power surging through my veins. You could become powerful too, Emily. I'll share this power with you, whether you like it or not. Na toll. Kate ist die Böse. So, da müssen wir wahrscheinlich noch weitere Granaten hinstopfen. Aber erstmal müssen wir den anderen jetzt hier noch helfen. Okay, das war das Falsche. Jetzt noch ein bisschen heiliges Licht. Welt der Kunst. Why did you come here, Emily? Haven't you found a place to play by your own rules? This world is mine. It's the world of the fine arts, and they all obey me. Remember this! Alles klar, wir sollten lieber wieder gehen, sie ist sauer. Nee, natürlich nicht. Hier fehlt mal wieder alles. Ah, ein Schlüssel. Den können wir gebrauchen. Das nehme ich auch mal mit. Du regierst vielleicht über diese Welt, aber du regierst nicht über mich. Das nehmen wir auch mit. Dem Schloss fehlen 3 Türme. Alles klar. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht den? Ah. Werkzeug. Lass mich raten, das brauchen wir hier.
Es leuchtet. Ach. Did a mad artist recreate Paris? Ja, irgendwie schon, ne? So, wir nehmen mal die Axt mit. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich in diesem Boot befindet, aber hier zu schwimmen wäre eine schlechte Idee. Das nehmen wir auch mal mit. Armer Kerl. I think I know who locked him up. I think I know who locked him up. Okay. Nun, du wirst mit diesem Auto nicht sehr weit kommen, aber ich glaube, ich kann dir helfen. Was? Das soll ein Auto sein? Da ist noch eine Fratze. Wir haben mal wieder sehr viel zu tun hier. Museum der Magie. Mhm. Am Brunnen fehlt eine Figur. Ich brauche eine besondere Einladung, um einzutreten. Scheint geschlossen, das Museum. Das Bild an der Wand ist unvollendet. Ich kann die Kreide nicht erreichen, aber meine Katze. Okay. Schick. Können wir das weghacken? Natürlich können wir das. Sehr schön. Die Blüten sind fast ganz weg. Ein wenig Wasser würde helfen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Part weiter um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.